Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor. Nicht in der Garage, sondern in Altes Live. Ich habe mich entschieden, es wird nämlich Altes Live von Arma 3, der Mod-Klon oder wie man es auch immer nennen mag. Und ja, ich habe mir gedacht, irgendwie so Real Life ist ja so, GTA 5 hat mir ja Spaß gemacht und ich habe so überlegt, na, was könnte ich denn machen, was Bock macht und wo man laufen kann, wo man Waffen hat und Autos und da sitzt ja einer. Epix! Was machst du hier? Hallo erstmal! Sehr schön. Ja, der Epix. Wir haben zusammen mit dem Epix nämlich überlegt, wo ist denn hier das Hinsetzen, verdammte Axt? Lass mal gemütlich machen hier. Überlegt, was man daddeln könnte und Altes Live ist ja schon geil, ne? Arma 3. Arma 3 kostet auch nicht mehr die Welt. Was hat es jetzt gekostet, Epix? 30? Ich glaube 35 oder so. 35, also guter Preis, finde ich. Ich hatte das ja schon ganz lange und ich habe aber keinen gehabt, mit dem ich daddeln kann. Und ehrlich gesagt, habe ich es auch nicht verstanden. Es ist nämlich voll komplex am Anfang. Und deswegen wollen wir euch auch so ein bisschen Einführung geben. So zumindest, kannst du mal sehen. Man kann, wenn man sitzt, kann man sich selber ins Gesicht gucken. Aber nicht, wenn man steht. Auch lustig. Ja. Naja. Also ein bisschen Einführung, was man, wo wir uns belesen mussten. Und Epix hat da viel recherchiert. Und ja, wo fangen wir an? Also man spawnt mit Klamotten. Mehr ist da nicht, wa? Ja, mit den Klamotten, die ich gerade anhab. Ah, das sind Spawn-Klamotten, also nichts Besonderes. Außer man kann der sich Rucksack, an. Ne? Genau. Den Rucksack kann man sich kaufen, man kann sich Essen kaufen. Ihr guckt mal hier, ach schön, ich kann die Maus nicht entbinden hier, egal. Da rechts unten seht ihr ja die 90, 80 und 78. Das sind 90 ist mein Hunger, also ich bin relativ satt. 80 ist, ich habe keinen Durst momentan und 78 ist meine Gesundheit. Und da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass ihr ab und zu was trinkt, ab und zu was esst und ja. Und euch mit Medkit irgendwie die Gesundheit wiederholt, wenn ihr irgendwie kaputt seid. Ja, ansonsten normale WSAD-Steuerung und so ein paar Sachen können wir euch irgendwie noch Rennen ist mit der was war es, auf Shift, ne? Auf Shift ja, ist Rennen. Shift. Ja. Und ja, wir haben das schon so ein bisschen gespielt und deswegen ist dieses wunderbar postfarbene Auto auch meins. Und mit diesem Auto fahren wir jetzt einfach mal. U ist Auto aufschließen. V ist nicht einsteigen, genau. Ja. Ihr müsst, auch kleiner Tipp: Schließt das Auto immer ab mit U, ja, wenn ihr es parkt. Fahrt mal zum Marktplatz. Denn die Leute klauen euch auch das Auto. Und Autos kann man, glaube ich, auch wenn sie geklaut sind, in der Garage abstellen und zu Geld machen. Und insofern ist mir gleich am Anfang passiert, so ein Auto, was hat das gekostet, Epix? 40.000? Ja, 40.000. 40.000 und das ist dann nicht witzig. Und wie viel Geld hat man am Anfang eigentlich? Ich glaube 50.000, warte mal. 50.000 hast du am Anfang auf dem Server. Welcher Server ist das, Epix? Das ist KBS. KBS. Altes. Ja, machen wir einfach kurz die Map auf M und dann siehst du es oben links. Alles, ja genau, kbsaltes.de, Altes Live, so heißt... Oh, ich stehe ja falsch, ich habe ja gar keinen Transporter dabei. So heißt nämlich der Server. Ja, der Thema kein Transporter, also der Transporter da vor uns, der gehört dem Epix. Und wir sind schon schön weggebastet, das Quad. Wir sind schon dabei, so ein bisschen Geld zu verdienen. Wollen natürlich, wie jeder, der Altes spielt, wollen natürlich Drogen anbauen und ja, und richtig Fettkohle machen, aber ganz ehrlich, es gelingt uns noch nicht so richtig und deswegen fangen wir mal an mit Kirschen ernten, Erz abbauen und all so eine Geschichten und zeigen euch noch so ein bisschen ja, V ist vom Fahrzeug runter, sage ich mal, runtergehen und abschließen. Hast du abgeschlossen? Ja. Sauber. Ja, man rennt, also man kann mit Shift rennen. Das Rennen ist aber auch irgendwann, wenn ihr mal nach rechts oben guckt, jetzt sieht man es ganz gut da. Dieser weiße Ball, sieht man es jetzt, der rote Balken da oben, der weiß ist, wenn der komplett verschwunden ist, ja, der reduziert sich, dann habt ihr keine Energie mehr, dann könnt ihr nur noch gehen. Dann könnt ihr nicht mehr rennen. So, was haben wir hier? Hier haben wir, zumindest auf 7 Server sieht das so aus, hier gibt es einen Markt. Ihr Leertaste zum Beispiel, ich habe mir das auf die Maus gebindet, mit Leertaste könnt ihr hier rein und einkaufen. Ihr könnt oder aber nur einkaufen, wenn... Mittlere Maustaste. Genau, mittlere Maustaste normalerweise. Ihr könnt aber nur einkaufen, wenn ihr Kohle habt. Ja? Kommen wir doch mal zu den... bleiben wir mal bei den Basics. Wir sind zwar jetzt hier beim Einkaufen, aber Basics sind sozusagen
Ja, genau, Y hinlegen. Basics sind auf Z. Habt ihr euer Handy sozusagen, wo die wichtigsten Sachen eigentlich das Konto sind. Da könnt ihr gucken, wie viel ihr auf dem Konto habt und wie viel ihr in der Tasche habt. Ja, Bargeld. Ihr braucht nämlich Bargeld, um bei diesem Laden hier einzukaufen. Bei SMS könnt ihr Hilferufe abschicken an Polizei und ähnliches. Wenn es euch schlecht geht, ihr überfallen werdet oder den Doktor holen. Bei Inventar seht ihr, was ihr im Rucksack habt. Den Rucksack könnt ihr dort hinten, da wo diese drei Typen stehen, da könnt ihr den Rucksack kaufen. Wahrscheinlich habt ihr alle viel mehr Ahnung als wir und ich erzähle hier völligen Nonsens. Aber egal, wer Bock hat, irgendwie das, ja, das zu machen, der, ja. So, das war ein kleiner Cut, weil meine Waschmaschine hat gehupt und das wollte ich euch jetzt nicht die ganze Zeit antun. Also Inventar hat man gesagt, ne? Das, was ihr im Rucksack habt, das sieht man dann hier, das könnt ihr dann auch geben. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier einen leeren Benzinkanister, könnte ich jetzt hier Epics auswählen, Stefan Miller und geben und dann würde der dem Stefan Miller das geben. Hier bei Schlüssel seht ihr, was ich für Fahrzeuge habe und die Schlüssel dazu besitze. Gang, weiß ich noch nicht, Börse, weiß ich noch nicht, Preise, weiß ich auch noch nicht, aber ja. Wenn ihr Bargeld braucht, dann sucht ihr euch solch einen EC-Automaten. Den könnt ihr mit der Windows-Taste starten. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel, wir können ja mal einen neuen Benzinkanister, warte mal, wir machen mal hier einfach mal, ups, das wird nix, 2000 abheben, so, zack. Oder beziehungsweise wir bleiben mal beim Markt, wir gehen zum Markt rüber. Wieder mittlere Maustaste oder Leertaste und jetzt können wir hier zum Beispiel eine Wasserflasche, ein Stückzahl kaufen, zack, dann habt ihr hier eine Wasserflasche im Inventar. Haben wir noch was? Wundert euch nicht, wenn ihr einmal gekauft habt, müsst ihr warten, bis ihr nochmal eine einzelne Anzahl kaufen könnt. Wenn ihr wisst, dass ihr, sagen wir mal, 5 Stück braucht, dann gebt da unten links 5 Stück hier ein und dann auf Kaufen drücken. 5-mal Kaninchenfleisch. Ich wollte schon immer mal viel Kaninchenfleisch. Ja, was das, was lustig ist, weil hier gerade die Leute rumgammeln irgendwie und das sind ja andere, das sind keine NPCs, sondern das sind andere Leute hier, mit denen kann man ja also reden, indem man auf die Taste des Redens drückt. Hey, hallo, was hast denn du für ein hässliches Auto? Das findet Herr Blumentopf jetzt wahrscheinlich gar nicht so toll. Also? Schau mal in dein Gesicht, dann weißt du, was hässlich ist. Ah, das ist auch eine lustige Sache. Man begegnet also hier selten freundlichen Leuten. Schau mal in dein Gesicht, dann weißt du, was hässlich ist. Naja gut, ich habe sein Auto auch als hässlich bezeichnet. Schuld eigene. So, die haben wir. Einmal ein Kleiderladen, ein General Store und ein Lizenzhändler. Das hier könnt ihr Klamotten shoppen. Im General Store könnt ihr so eine Sachen wie Werkzeugkasten. Habe ich nicht genug Bargeld bei, aber Werkzeugkasten könnt ihr kaufen. Und ja. Fällt dir noch was ein, Herr Bix? Lizenzhändler, genau. Lizenzhändler könnt ihr, müsst ihr einen Führerschein kaufen. Wenn ihr hier auf den Mittelmaustaste drückt, dann Bootsschein, Pilotenschein, Eigentumsurkunde und Logistiklizenz. Weil einen Führerschein habe ich schon, allerdings einen Bootsführerschein habe ich noch nicht. Wird der? Doch, da ist er alles. Rein verschwendet. Nicht verschwenden, bitte. Brauchen das Geld. Ja. Machen wir nicht. So, und damit wir, genau, damit das Ganze so ein bisschen, ja, so ein Einsteiger, also damit ihr wisst, wo es hingeht und wo man langfährt, machen wir jetzt einfach mal eine Runde Kirschen ernten. Nee, oder machen wir doch. Nee, wir machen erstmal Folgendes, bevor du jetzt irgendwas anderes machst. Du gehst jetzt hier zu dem Kleidertypen und zeigst denen, welchen Rucksack wir haben. Weil das ist eine gute Idee. Rucksack. Das ist sehr gut. Ihr macht unten, macht hier auf Rucksack. Und geht auf großen Rucksack, welcher auch immer, denn, also welche Farbe auch immer, weil großer Rucksack hat am meisten Plätze. Hab und ich die gelesen, Plätze. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Ja, denken wir zumindest. Ja. Hat am meisten, oder hat schön viele Plätze, wo ihr Kirschen, Erz und andere Sachen, Marihuana, wenn es dann irgendwann mal kommt, reinpacken könnt. So, als zweites kommt ihr dann hier zum Lizenzhändler und kauft euch einen Führerschein. Und den weiteren Weg erzählen wir euch dann gleich. Am besten nehmt ihr dann immer komplett euer Geld mit, weil das Auto ja ein bisschen was kostet, aber das zeigen wir euch dann gleich. Genau, ihr könnt mit eurem Geld, könnt ihr ja am Anfang gewisse Grundinvestitionen machen und wir würden euch empfehlen, ein Auto zu kaufen, was ein bisschen Platz hat.
Ihr kriegt also mit dem Geld, was ihr habt, mit den 50.000, kriegt ihr jetzt keinen LKW, so wie er hinter uns jetzt steht, ja? Sondern ihr kriegt halt nur so einen kleineren Pickup. Aber man muss sich halt in Altes irgendwie hochdienen. Und insofern ist auch irgendwo ganz witzig. Jo, wir zeigen jetzt mal am besten, wo wir, wo ihr, wenn ihr hier, ich weiß gar nicht, ob das auf jedem Server so gleich ist, aber wo man auf also, dem Server... zumindest ist die Garage immer gleich, glaube ich. Ihr Gesundheit! Wenn man M drückt, dann kann man sich ja einen Wegpunkt, das kannst du ja gleich mal noch erzählen, genau, wie man sich einen Wegpunkt macht. Wenn ihr auf, M klickt und hier oben auf diesen Kreis, dann seht ihr euch in der Mitte sozusagen, wo ihr gerade fahrt. Und wenn ihr jetzt Shift gedrückt haltet und zum Marktplatz zurück wollt, könnt ihr dann die linke Maustaste Shift gedrücken und die linke Maustaste, solange bis ein Wegpunkt gesetzt wird. Und dann müssen wir, glaube ich, aussteigen. Und dann sehen wir... Wie sehe ich den Wegpunkt jetzt nicht? Der müsste hier angezeigt werden. Ja, also ihr habt dann sozusagen am Horizont da hinten habt ihr so eine Zahl mit einem... Da, doch, 223. Letztes Garagentor auf der hinteren Seite. Ja, also ich laufe jetzt genau drauf zu. 221 Meter zum Marktplatz. No? Also, das Wegpunkte. Wegpunkte helfen euch, wenn ihr euch orientieren müsst. Hier ist der Autohändler. Auch wieder mit der mittleren Maustaste könnt ihr dann hier euch überlegen. Wir haben den Geländewagen genommen. Hier unten könnt ihr noch Farben einstellen. Auch kein Thema. Also einfach, easy. Man muss bloß wissen, wo. Aber ist auch auf der Minimap, wenn wir uns das mal hier angucken. Garage. Obwohl, nee, da steht... Doch, da steht Autohändler. Weiß. Jo. Alles easy eigentlich. Aber könnt ihr euch die Recherche... Bitte? Wem gehört denn hier der Fahrzeug? Ja, das ist eine gute Frage. Mir leider nicht oder zum Glück nicht. Keine Ahnung. Sieht aber auch irgendwie kaputt aus. Das ist auch eine Sache, die könnt ihr euch auch merken. Wenn ein Fahrzeug... Wenn ein Fahrzeug auf dem Spawnpunkt steht, ja... dann kann man hier kein weiteres Fahrzeug spawnen lassen. Das heißt, hier sind die jetzt mal ein bisschen gelackmeiert, die Jungs, weil sie hier kein weiteres Auto spawnen lassen können, denn dieses Scheißding steht hier irgendwie auch mit Plattenreifen, glaube ich, wa? Warte kurz. Ihr könntet auch ruhig die Polizei rufen, damit das Auto abgeschleppt wird. Wie ist denn das, Epix? Können wir das wegschieben mit unserem Auto? Theoretisch, ja. Na, dann machen wir doch mal. Los, komm her. Wir versuchen das mal wegzuschieben. Aber mach von der Seite, Epix, hier, wo ich stehe. Also schiebst da irgendwie... Boah. Action! Oh Gott, jetzt wird Epix erstmal jemand töten. Genau, linke Maustaste beim Fahren ist übrigens Hupe. Wyatt, du sollst mal ein bisschen zur Seite wiren. Boah, ganz schön laggy und buggy, wa? Jetzt macht er mein Auto kaputt, ey. Und, geht das? du hast mir Kratzer in die Stoßstange gemacht. Ja, Problem behoben, ohne Polizei. Das war bestimmt nicht legal. Ob es jetzt funktioniert, ist die Frage. Könnt ihr mal testen, ob es jetzt funktioniert? Nick Schulz wird gerade von der Polizei beschlagnahmt. War nicht schlecht. Ja, Chat seht ihr nicht. Chat habe ich zugedeckt mit meinem Bild. Ja, ist nicht unser Problem. Wir zeigen mal die Garage, würde ich sagen. Ja. Wenn ihr... Oder erzähl du mal was über die Garage, Epix. Also, wenn ihr hier mit dem Auto stehen würdet, hier wo Jens jetzt steht, aussteigen, hier zum Schild gehen, wollt's mit dem Mausrad runterscrollen, dann habt man... Wenn es mal gehen würde, zwei Menüpunkte. Einmal Vehicle Garage, da wird aufgeführt, welche Vehicle in der Garage sind. Oder Store Vehicle in Garage. Dann wird das aktuelle Fahrzeug, was hier steht, in die Garage verfrachtet. Es kostet aber auch dementsprechend etwas, um das wieder auszulösen. Quasi. Also unser normales Pickup-Ding kostet, glaube ich, 4.000. Das muss man aber nicht dabei haben, sondern auf dem Konto. Ganz wichtig. Ja. Sonst geht das nämlich nicht. Wenn ihr das Bargeld habt, dann funktioniert das nicht.
Ja, dazu ja. gibt's zur Garage eigentlich nichts zu sagen. Du könntest mal das Menü zeigen, aber ansonsten. Ja, habe ich schon. Aber da mein Auto nicht drin ist in der Garage, geht das ja. Menü nicht auf. Aber hier an diesem Schild auf jeden Fall könnt ihr das managen. Jo, ich tät mal sagen. Könntest du noch das Inventar des ANAP? Boah! Alter! Ey, das hat wehgetan! Ihr müsst doch gucken, wo ihr hinfahrt! Das ist Polizeigewalt in altes Live. Jetzt sind wir ganz schnell wieder ab, weißt du? Das ist ey, da gehen, wir jetzt, mal hinterher. Los, fahr mich mal dahin. Dein Ernst? Ja! Er muss wieder Stunk machen. Drinnen, ja. Jo. Na, das geht doch nicht, dass die Polizei einfach die Leute überfährt. Ah, meine Maus, meine Maus. Ja, das ist auch lustig. Autofahren am besten nur mit WSAD machen und nicht mit der Maus irgendwie zwischenlenken, weil das ist für einen Anfänger voll das Chaos. Außer ihr drückt die Alt-Taste und schaut euch um, ob da irgendwas auf, von links oder rechts kommt. Und ganz wo wichtig, sind die jetzt hin? Wenn die Polizei hier in der Umgebung ist, wirklich an die Geschwindigkeit halten, sonst gibt es Strafzettel. Und die können relativ willkürlich verhängt werden, haben wir gemerkt. Genauso wie willkürlicher. Sind das hier Polizisten? Ja. Ey, wer hat mich jetzt eben umgefahren? Ich habe wenigstens eine Entschuldigung verdient. Hallo, hallo? Ey, ihr könnt mich doch nicht einfach umfahren und abhauen. Können sie doch. Tja. Jetzt bräuchte man... Naja, gut. Wir gehen mal Äpfel pflücken, was wir eigentlich machen wollten. Wir wollten ja eigentlich nicht zeigen, wie der Commander irgendwie verunfallt. Und aber ich kann euch mal schön zeigen. Ich habe ja nur noch 60 Dosen. Nee, das machen wir mal. Das, ich zeige euch das, wie man das mit den Kirschen macht. Also, wir haben gelernt. Minimap. Minimap. Oh Mann, ich komme mir total doof vor, weil ihr seid alle viel schlauer wahrscheinlich mit Altes hier. Minimap kann man übrigens mit der rechten Maustaste zur richtigen Stelle hinrollen. Quasi. So, jetzt seht ihr da drüben die Zahl, die leider weiß ist. Das ist auch bescheuert gemacht. Am Horizont 380, 360, 350. Ja, da hinten irgendwo. Das ist die Distanz zum Kirschenfeld. Und selbiges ist nämlich... Richtig, habe ich gesagt. Richtig. Kirschenfeld. Zack. Kirschenfeld könnt ihr hier vor der Hütte einfach... also ihr könnt entweder hier dran stehen und die Kirschen ernten. Mit der Leertaste macht man das. Ja? Oder mittlere Maustrat wahrscheinlich auch wieder, oder? Ja. Und ihr seht dann... automatisch... warum geht denn das nicht mehr? Ja, geht doch. Keine Gartenschere. Z-Inventar. Und dann seht ihr jetzt hier, dass ich... Mach mal kurz weiter, ich muss mal kurz eine Gartenschere holen. Naja, hol mal eine Gartenschere. Mit Gartenschere geht das Ganze nämlich leichter. Ab Level 3 muss man eine Gartenschere haben. Naja, genau. Man, man erntet dadurch. Kommt. Oh, ich habe das gerade noch bremsen können. Ich war auf fast 200. Lass kommen. So, Leertaste. Kirschen sammeln. Der war auf dem Kirschenfeld gerade. Ja. Wolltest du nicht zeigen, wie man Kirschen essen tut oder sowas? Ja, das ist eine gute Idee. Also, ihr kommt mit, oh, Epix fährt schon wieder schnell. Mit Z kommt ihr in euer Inventar. Ja. Und hier habt ihr die Kirschen, anklicken und benutzen. Jetzt guckt mal unten auf 75 Hunger, 30 Wasser und 78 Gesundheit. Wenn ich jetzt benutzen klicke, habe ich plötzlich 45 Wasser und, ne? Also damit kann ich mich hier wieder hochboosten auf jeweils 100%. Ich weiß nicht, die 78% Leben, die ich nur noch habe, ich glaube, die kann nur ein Medi wieder wettmachen, ne? Richtig. Achso, du hast zu wenig Leben, dann kannst du es ja selber mit einem Medikit wegmachen. Ja, aber nur auf 75%, soweit ich weiß. Also insofern... Ich habe schon mal auf 100% genommen. Na, ich glaube, der Medimann, der dich neulich gerettet hat, der kann... Ah, egal, ich weiß nicht so genau.
Habe ich das auf dem Video drauf, als er mich gerettet hat? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. So, Rucksack voll. Ab zum Kollegen hier. Ach, das ist auch noch was Interessantes. Dieser arme Mensch ist, glaube ich, verletzt. Den könnte ich jetzt mein Medikit angedeihen lassen. Immer wenn dieses Medi-Zeichen kommt. Dann mit der sozusagen mittleren Maustaste könnte ich ihn jetzt heilen, wenn er wollen würde. Aber er will ja nicht. 15. Och, ist das eine Kacke hier mit dem Caps Lock immer. Also 15, weil wir haben 15 Kirschen. Anklicken, verkaufen. Zack. 15 Kirschen verkauft. 1275. Das ist jetzt natürlich, ja, das ist jetzt nicht die Welt, aber wir haben ja auch nur kurz gesammelt. Also müsst ihr ein bisschen länger sammeln und dann die ganzen Kirschen verticken und, ja. Ich würde mal sagen, vielleicht, ja. Nico sieht ja schick aus. Es sieht so ein bisschen, sieht so ein bisschen, gay aus. Aber nur so ein bisschen, oder? Es sieht ein bisschen komisch aus, dein Anzug da, oder? Okay. Ja, so mit den blauen Streifen. Ja, das Schöne ist, ein altes Live, das sind halt alles, ja, Menschen, mit denen man interagieren kann. Epix, mach mal ein Foto hier. Erinnerung. Ah. Okay. Wo ist deine Kamera, du Nase? Habe ich schon gemacht? Vielen Dank. Achso. Bitte. Mr. Bills. Mr. Bills. Ja, also ich würde mal sagen, erste Folge, nächsten Folge machen wir Erzabbau, oder? Ja, würde ich auch sagen. Jo. Nur dann, sag mal tschüss, wa? Ja, dann sag ich mal tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.